Hallo Freunde, und zwar heute zeige ich euch mal den Geschützturm. Den Geschützturm, den ihr bauen könnt. Also hier jetzt mal das Pendant, wie es so gesagt fertig ist. Na, wenn es in der Basis steht, ja, was soll man dazu sagen? Brauchen tut man ihn eigentlich nicht. Habe ich feststellen müssen. Na, das ist jetzt voller Ausbau. Er macht 35 Schaden dann. Fängt, glaube ich, mit 5 Schaden an. Und je nach Ausbaustufe, was man dann so tut, wird er besser und besser und besser. Ja, normalerweise ist hier unten dann auch so ein Ausbau-Button an der Stelle. Ich finde nur, dass er ziemlich viel Sprit verbraucht. Denn so ein Kanister hält nicht ewig. Ich habe, glaube ich, 10 Kanister da reingekippt. Das hat gerade mal für 8 Stunden gehalten. Und 24 Stunden könnte ja ein Rückangriff erfolgen. Man kann das übrigens auch durch einen Trick abkürzen. Das werde ich aber zu gegebener Zeit mal zeigen, wie man die Zeit verkürzen kann. Die Abklingenzeit für den Gegenangriff. Ja, wie gesagt, auf dieser Seite kommt dann so gesagt Material rein für den Gegenschlag, beziehungsweise für die Reparatur. Na, auf der anderen Seite hier seht ihr das Benzin drin und das Ding schluckt irre viel. Also so, und ich habe feststellen müssen, er verbraucht viel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs dann an die Stelle auch noch laufen, ist relativ gering. Denn bisher, ich hatte bisher, lass mich überlegen, 6 Angriffe auf meine Basis. Und alle Angriffe gingen eigentlich aus von Bots. Also nicht von richtigen Spielern. Denn, warum? Die Bots, die haben dann eben ein Video gibt es für den Bot, also zu dem Bot, wo auch jemand seine Base lootet, na, und angreift. Und ja, als ich dann den Gegenschlag machen konnte, weil die mich ja angegriffen haben, bin ich dann in die Base rein. Ich wusste, wo alles liegt und es lag exakt an der Stelle. Und die Aufnahmen sind aber schon teilweise 1 und 2 Jahre alt. Also das ist kein menschlicher Spieler. Also, es sei denn, es würde einen Schnitt geben, was ich mir aber nicht vorstellen kann, denn die Basis wächst ja. Und sie wird ja bebaut und auch mit neuen Materialien gefüllt. Also insofern würde nur ein Bot in der Sicht, aus der Sicht, die ich gesehen habe, Sinn machen. So, und wie gesagt, bisher, die Gegenangriffe gingen immer von Bots aus, wo ich dann auch zurückschlagen konnte, und das ist allesamt Bots. So, und die mich angegriffen haben, waren auch nicht unbedingt sehr clever. Sie sind eigentlich an die Stellen getreten, wo ich eigentlich da schon mit gerechnet habe. Da war nichts bei, was irgendwie wirklich, wie soll man sagen, es ließ nicht den Schluss zu, dass derjenige sich die Basis wirklich vorher angeguckt hat. Das würde ja ein Mensch machen. Der würde ja vorher die Basis abklopfen, so nach dem Motto, wo kann ich rein, wo kann ich angreifen. Und da waren immer die kürzesten Wege. Deswegen, das war irgendwie nicht wirklich sinnig. Und der erste kurze Weg, der zweite kurze Weg, der dritte kurze Weg, der vierte kurze Weg, so nach dem Motto, nie derselbe, nicht dieselbe Stelle, weil ich nehme mal an, da im Hintergrund läuft eine Registrierung, wann, wo, wie angegriffen wurde, und nicht nochmal an der gleichen Stelle wird angegriffen. So, deswegen, ja, aber es waren immer naheliegende Ziele, naheliegende Wege und nicht da, wo eigentlich eine Schwachstelle gewesen wäre. Also das ist, ja.
So, und wie gesagt, der Turm sieht dann so aus, wenn er fertig ist, voll ausgebaut. Ich habe da, wie gesagt, hier schon ein paar Kanister Benzin. Die habe ich so gesagt über. Ich habe noch mehr über, aber eine andere Sache. So, und so würde das Ganze aussehen, wenn man anfängt, ihn zu bauen. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Wo ist jetzt? Da ist der Geschützturm. Hier. Das sind die Grundsachen, die man erstmal braucht. So, und wenn man die hat, dann kriegt man ein Rohgerüst und darf dieses Rohgerüst dann noch ausstatten, damit der Turm dann erstmal funktioniert und 5 Schaden macht. So, und ja, wie gesagt, ich habe ihn in der höchsten Ausbaustufe jetzt. Das ist, glaube ich, höchste Ausbaustufe müsste 4 sein. Das sind 4 Ausbaustufen, wenn ich mich nicht irre. Kann doch auch 3 sein. 4, 4, 4, 3. Ah, ich glaube eher 4. 4 Stufen. Und wie gesagt, ich bin jetzt auf der höchsten Stufe und so, das war's. Also, Geschützturm in der Basis. Man kann ihn nirgendwo anders sonst einsetzen. Man kann ihn nicht mitnehmen, mit sich schleppen. Also, man kann ihn zwar mit sich schleppen, verbraucht nur ein Feld im Rucksack, aber man kann ihn nirgends aufbauen. Also, man kann nicht irgendwo im Gefecht sagen, hier, komm, ich positioniere dich auf dem Flur und jetzt benutze ich dich mal. Nein, geht nicht. Nur in der Basis. Und er hat eine Freund-Feind-Kennung drin und macht das so gesagt selbst. So, jetzt muss ich jetzt mal versorgen, sonst verdurste ich und verhungere ich hier. Ja, das dazu erstmal, ja, so im Geschützturm. Nächstes Video folgt. Ich sage erstmal wieder Tschüss, hinterlasst doch ein Like oder auch, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ich besser machen kann oder was ihr gern sehen wollt, was ich euch nochmal, wo ihr irgendwie Schwachstellen habt an Wissen, was ihr nicht wisst, was ich vielleicht nicht weiß. Ha! Ja, es gibt auch Sachen, die weiß ich nicht. Wo ist das nicht so? Ne? Also, ja. Und ich freue mich über jeden Kommentar und ob negativ, positiv, man kann sich nur verbessern. Danke euch. Tschüss.